Das traditionsreiche Eisstadion von Insel wurde in den vergangenen 2 Jahren für 36 Millionen Euro zur weltweit modernsten Eissporthalle ausgebaut. 75% der Kosten trug der Bund aus dem Konjunkturpaket 2. So steht am Anfang der Eisschnelllauf-Einzelstrecken-Weltmeisterschaft 2011 die feierliche Eröffnung der neuen Halle. Auch sportlich hat der erste Wettkampftag einiges zu bieten. Den Anfang bilden die 3000 Meter der Frauen. Zum ersten Mal bei einer WM am Start die 19-jährige Jennifer Bay. Seit 2010 gehört sie zur Bundespolizeisportschule in Bad Endorf und hat sich in kürzester Zeit für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Die 3000 Meter von Insel legt Jennifer Bay in 4 Minuten, 14 Sekunden und 97 Hundertstel zurück. Das sichert ihr einen respektablen 15. Platz. Es war ein sehr hartes Rennen. Ich bin mit meiner Gegnerin zu schnell mitgegangen. Zu schnell war es für mich, ja. Und das habe ich nach 3 Runden gemerkt, habe es am Ende gespürt. Aber es war trotzdem eine tolle Atmosphäre in der Halle. Es hat Spaß gemacht, man hat sich vom Publikum tragen lassen. Und ja, ich denke, als Debüt war es vollkommen in Ordnung. Die konstanten Höchstleistungen der deutschen Wintersportlerinnen und Wintersportler sind für Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich alles andere als ein Zufall. 3 großartige Veranstaltungen innerhalb kürzester Zeit. Skiweltmeisterschaft, Bob und jetzt hier Eisschnelllauf. Ich glaube, das hat Ausstrahlung auf Olympia, denn man spürt hier, die Athleten fühlen sich wohl, die Zuschauer fühlen sich wohl, die Welt schaut auf Deutschland als Sportnation. Beim 3000-Meter-Rennen der Damen als Auftakt der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften von Insel geht die Bronzemedaille an Stefanie Beckert aus Deutschland, die Silbermedaille an Martina Sablikova aus Tschechien und die Goldmedaille an Irene Wüst aus den Niederlanden.